Als ich in Hamburg dem ersten Dresseur übergeben wurde, erkannte ich bald die zwei Möglichkeiten, die mir offen standen. Zoologischer Garten oder Varieté. Ich zögerte nicht. Ihr Affentum, meine Herren, meine Damen, liebe Kinder, kann Ihnen nicht ferner sein als mir das meine. Man lernt, wenn man muss. Man lernt, wenn man einen Ausweg will. Man lernt rücksichtslos. Man beaufsichtigt sich selbst mit der Peitsche. Immer die gleichen Gesichter, immer die gleichen Bewegungen. 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 Dieses Eindringen von Wissensstrahlen von allen Seiten ins erwachende Hirn. Ich leugne nicht, es beglückte mich.